Der Nikolausstiefel entsteht aus einem Papier 15 x 15 cm groß. Wir drehen die Musterseite nach unten und falten die untere Kante auf die obere. Öffnen das Papier wieder, drehen es um 90 Grad und falten auch hier die untere Kante auf die obere. Wieder öffnen. In der Mitte sehen wir dieses Talfaltenkreuz. Nun falten wir die untere linke Ecke in die Mitte des Papiers und auch die rechte. Wir drehen das Papier auf seine Rückseite, sodass die entstandene Spitze jetzt nach oben zeigt und schlagen unten den Rand ca. 2 cm um. Links ein bisschen mehr, rechts ein bisschen weniger, damit eine leichte Schräge entsteht. Der Unterschied hilft uns später beim Schließen der Stiefelkanten. Die Figur wieder umdrehen und die untere, rechte Kante an die Mitte anlegen. Aufgepasst! Wir streichen eine Falte von außen nur bis in die Mitte der Figur, nicht weiter. Und öffnen die Faltung wieder. Das Gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Auch hier darauf achten, dass die Falte nur bis zur Mitte des Papiers geht. So sieht das jetzt aus. Die Figur umdrehen und dann falten wir das untere Dreieck an der waagerechten nach oben. Greifen uns auf beiden Seiten die gefalteten Kanten, am besten jeweils mit Daumen und Zeigefinger, und jetzt biegen wir in den Händen die Kanten nach hinten, sodass aus der oberen Hälfte des Papiers eine Rundung entsteht. Das ist der Stiefelschaft. Die eine Kante befestigen wir dazu oben und unten in den Klappen der anderen Kante. Da der Umschlag leicht schräg ist, passen die Kanten jetzt besser ineinander. Mit den Fingern lässt sich der Stiefelschaft schön rund ausformen. Die Spitze des Stiefels falten wir ein kleines Stück nach innen. Und schon kann der Nikolaus kommen.